Neue Konkurrenz für das iPhone. Mit dem Nexus One steigt der Internetriese Google direkt ins Geschäft mit den Smartphones ein. Auf dem Multifunktionshandy mit Touchscreen läuft Googles Betriebssystem Android 2.1. Im Vergleich zu Apples Kultgerät bietet das Nexus One Spracherkennung, GPS und ein größeres Display. Es soll nicht dicker als ein Bleistift sein und nicht schwerer als ein Schweizer Messer. Aber es gibt weniger Anwendungen und keine Steuerung mit zwei Fingern. Gebaut wird das Google-Handy vom Hersteller HTC aus Taiwan. Wer es ohne Bindung an einen Mobilfunkanbieter kaufen will, zahlt dafür in den USA umgerechnet 370 Euro. Geliefert werden soll das Nexus One zunächst nach Singapur, Hongkong, Großbritannien und in die USA. Deutschland kommt erst später dran.